Moin, ihr Sizzler! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Dieses Video heute richtet sich an alle Einsteiger im Grillbereich. Das heißt, unsere treuen Zuschauer, die uns schon lange kennen und uns schon lange verfolgen, die können wahrscheinlich jetzt an der Stelle abschalten. Es gibt aber sicherlich auch ein paar Zuschauer, die sich mit der Thematik Gasgrill befasst haben und gemerkt haben, ich möchte mir vielleicht ganz gerne einen Gasgrill zulegen, weiß aber noch nicht so genau, wie der funktioniert und stelle mir genau zwei Fragen, nämlich einmal, wie entzünde ich einen Gasgrill überhaupt, was muss ich dabei beachten und zweitens, wie brenne ich so einen Gasgrill richtig ein, denn man liest immer mal wieder was davon, dass man den Grill einbrennen sollte und diese zwei Fragen, die werden wir heute für euch beantworten und ja, wenn ihr noch keine fleißigen Zuschauer des Kanals seid, könnt ihr an dieser Stelle natürlich abonnieren. Oder einfach mal schauen. Es gibt eine ganze Menge coole Grillrezepte bei uns auf dem Kanal. Die schaut euch einfach mal an, dann kriegt ihr ein bisschen Hunger und noch mehr Bock auf den Gasgrill. Genau, und wir fangen jetzt erstmal an. Also, genau, ich gebe ab an Hannes. Viel Spaß. Viel Spaß. Bevor ihr euren Gasgrill in Betrieb nehmt, solltet ihr euch erstmal um die sicherheitstechnisch relevanten Themen kümmern. Das ist nicht so viel, weil ich sag mal, an den Brennern, die in so einem Gasgrill sind, könnt ihr jetzt nicht so viel machen, die sind fest verbaut. Aber es gibt eine ganz wichtige Sache beim Gasgrill, nämlich die Dichtigkeit der Gasleitung bzw. eher der Anschlussstellen prüfen, den sogenannten Leckagetest. Dafür gibt es im Baumarkt so Leckage-Suchspray. Ihr könnt das aber auch einfacher machen, dann müsst ihr auch nicht extra in den Baumarkt fahren, sondern könnt zu Hause bleiben. Ihr nehmt euch ein bisschen Spülmittel und Wasser, wir haben das schon mal vorbereitet, Spüliwasser. Und damit können wir ganz einfach die Leitung prüfen, indem wir eben ja, ein bisschen von diesem Spülwasser auf die Anschlussstellen geben, also an die Stellen, wo der Schlauch irgendwo verschraubt wird, Gas drauf geben und einmal einen Brenner anmachen und dann werden wir sehen, wenn Bläschen entstehen, ist es undicht an der Stelle, wenn keine Bläschen entstehen, ist das Ding safe und ihr könnt im Prinzip mit dem nächsten Schritt beginnen, nämlich dem Einbrennen des Grills. In unserem Fall war der Grill nun wirklich absolut dicht, das heißt, wir haben kein Leckageproblem und können eigentlich anfangen zu grillen, aber auch nur eigentlich, denn vorher müssen wir so einen nagelneuen Grill wie in diesem Fall erstmal einbrennen, denn gerade an so Edelstahl, Guss, Aluminiumteilen sind immer Industriefette, irgendwelche Reste, die von der Produktion entstehen und die müssen erstmal ja quasi abgebrannt werden. Und damit ihr den abbrennen könnt, müsst ihr den Grill starten. Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, nämlich das Starten eines Gasgrills. Jemand, der noch nie einen Gasgrill benutzt hat, wird erstmal hier vorstehen und denken, und was jetzt? So, also, Gas muss aufgedreht sein. Und dann habt ihr in diesem Fall bei Napoleon, habt ihr so eine Drehschalter, die drückt ihr ein, dreht die leicht rum, dann hört man schon Gasströme raus. Und wenn man dann über diesen Blitzpunkt hinausgeht, macht es Klick, da kommt eine Zündung. Eine Flamme entsteht und der Brenner läuft. Bei anderen Geräten könnte es sein, also die meisten nutzen so eine ähnliche Technik, dass das alles über diesen einen Drehknopf geht. Aber es gibt auch Geräte, so wie hier auch diese Sizzle Zone, die wird anders gestartet. Da drehen wir auch, Knauf eindrücken, aufdrehen, Gas strömt aus und dann haben wir hier einen Schalter, das ist ein Piezo, den aktivieren wir. Dann kommt hier vorne, oh, jetzt darf ich auch nicht zu nah ran, dann kommt hier vorne so ein kleiner Zündfunken und das ausströmende Gas wird entfacht und das Ding läuft. Und wenn euer Grill aus irgendwelchen Gründen, vielleicht ist er schon sehr alt oder funktioniert einfach nicht, aber ihr wollt es irgendwie trotzdem mal testen, was weiß ich, wenn es mal gar nicht anders geht, könnt ihr auch ein Stabfeuerzeug benutzen, also so ein langes, wo ihr nicht mit in den Grill müsst, Brenner aufdrehen, das Gas rausströmen, mit dem Feuerzeug entzünden. Dabei empfehlen wir aber, Grillhandschuhe zu tragen und wir empfehlen eigentlich auch, es nicht zu machen, weil im Zweifel könnte es passieren, dass ihr euch stark verbrennt. Gut, das sind aber so die Standards, sage ich mal, eher so der Standard, den man bei fast jedem Gasgrill hat. Und zum Thema Einbrennen reicht es nicht, nur einen Brenner aufzudrehen. Wir drehen jetzt alle vier Brenner auf Vollgas auf, dass das Ding wirklich sauber läuft und da richtig Hitze drin entsteht. Denn nur so kann da wirklich ja, ein paar hundert Grad, 300, 400 Grad anliegen, die ganzen Fette verbrennen und wir können nach einer Viertelstunde ungefähr anfangen zu grillen. Während der Gasgrill jetzt noch zu Ende einbrennt, ihr kennt das übrigens daran, dass er dann irgendwann nicht mehr anfängt zu qualmen, es stinkt nicht mehr so unangenehm, dann ist er wirklich fertig eingebrannt. Die Roste haben dann so eine leichte Verfärbung, so ein bisschen gelblichen Touch vielleicht, kann man sagen. Ja, nicht unbedingt, aber einige schon, ja. Kann sein, dass du so ein bisschen die Farbe veränderst, aber nicht schlimm, das gehört dazu. Ich sage schon mal danke, Hannes, du hast wieder wie immer sehr gut erklärt. Vielen Dank. Ja, ich sage danke für dein Lob. Ich hoffe, euch hat es gefallen und genau. Ihr habt was gelernt. So. Genau, wenn ihr was gelernt habt, klickt auf Abonnieren, bleibt dabei. Und für alle anderen da draußen, die uns schon ein bisschen länger kennen, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's hübsch. Macht's gut. Ciao.